ordentlich gepfiffen. Das heißt, die pfeifen ja nicht. Die Fahne gehoben. Ein Pass nach nirgendwo, so wie er heute Abend des Öfteren mal vorkam. Aber Lothar Matthäus hat wenigstens einiges versucht. Unterm Strich eine überaus dürftige Leistung aber der deutschen Mannschaft. Und wenn sich da nicht einiges ändert, denke ich mal, dass wir nicht so ganz hoffnungsfroh allesamt auf die kommende Europameisterschaft schielen sollten. Wenngleich die Turniersituation, das ist ja hinlänglich bekannt, doch immer noch eine andere ist. Freistoß für Janka. Ja, der Schiedsrichter war 5 Meter davon entfernt. Ich glaube, darüber braucht man dann nicht zu diskutieren. Ja, da wird da ein bisschen gestoßen von hinten. Ich denke mal, das könnte eine der letzten Aktionen in diesem Spiel sein, dass sich dem Tag angepasst hat. Heute war Totensonntag, meine Damen und Herren daheim. Aber wenn nicht mehr allzu viel passiert, dann sind wir mit einem blauen Auge hier nochmal davon gekommen. Beim letzten Länderspiel des Jahrhunderts. Schauen Sie sich das an, in der 92. Minute nimmt die Ungerechtigkeit ihren Lauf und wir freuen uns trotzdem über ein Tor von Mehmet Scholl, das dem Spielverlauf nun wirklich die Krone aufsetzt. Ein tolles Tor, das sei dennoch anerkanntermaßen festgestellt. 0:1, fast schon eine Farce gemessen an dem, was wir hier über 90 oder in der Zwischenzeit fast 93 Minuten gesehen haben. Aber sei es drum. Mehmet Scholl und die weitere Verschönerung der Statistik gegen Norwegen. Und das ist der Schlusspfiff, meine Damen und Herren. Ein spätes Tor, ein Tor aus heiterem Himmel, ein Sieg für die deutsche Nationalmannschaft. Wie es wirklich war, das haben wir alle gesehen, jedenfalls die, die von Anfang an dabei waren.
Es gibt weiterhin viel zu tun. Ich will mich beeilen und von dieser Stelle aus ganz schnell abgeben zu unseren Analytikern. Ich rufe Gerhard Delling und Günter Netzer. Das Länderspiel im Ersten präsentierte Ihnen die Dresdner Bank, die Beraterbank. Tja, Günter Netzer, es gibt wohl kaum eine Mannschaft, die effizienter spielt als die Deutsche. Ja, das muss man schon so sagen. Auf jeden Fall hat man aber in der zweiten Halbzeit festgestellt, dass es ein bisschen kleines Gewitter gegeben haben muss in der Kabine. Stellt sich die Frage, warum ist da keiner auf dem Platz, der vielleicht mal laut wird? Ja, da haben Sie ein Kardinalproblem der Mannschaft angesprochen. Es gibt keine Kommunikation untereinander. Es gibt keinen Chef, der seine Spieler, seine Kameraden aufmuntert, sie auch zurechtweist, die Richtung angibt. Es ist zu wenig Leben im Spiel, sage ich mal. Es ist zu viel Ruhe unten und teilweise überträgt sich das auch das Spiel. Wäre das früher denkbar gewesen? Also wir wollen nicht immer die alten Zeiten heraufbeschwören, aber ich denke schon mal daran, wenn ich so ein Toni Schumacher beispielsweise vor Augen habe oder auch ein Uwe Seeler oder Franz Beckenbauer, die habe ich selten so ruhig gesehen bei so einem Spiel. Nein, also jede Mannschaft hat in früheren Zeiten jemanden gehabt, der sich engagiert hat auf dem Platz, nicht nur was seine Leistung anbetroffen hat, sondern auch verbal engagiert hat. Dass er, wie gesagt, seinen Kameraden eine Hilfe war, indem er sie angeschrien hat, angewiesen hat, aber positiv, mit positivem Aspekt, und das ist in dieser Mannschaft eigentlich überhaupt gar nicht vorhanden. Auf jeden Fall gab es aber in der zweiten Halbzeit ein paar Lichtblicke. Hat das auch mit den Einwechslungen zu tun? Es hat mit den Einwechslungen zu tun, ja. Wosch hat mehr Leben ins Spiel gebracht, er ist sehr, sehr viel gelaufen. Das muss man ihm zugestehen, er hat seine Chance wahrgenommen. Hamann hat auch für das technische Spiel der deutschen Mannschaft was getan, aber es hat auch mit dem Nachlassen der Norweger natürlich zu tun. Die in der ersten Halbzeit sich ja nicht unbedingt verausgabt haben können. Die haben ja zwar ganz gut nach vorn gespielt, aber ein konditionelles Problem kann es eigentlich nicht gewesen sein. Nein, überhaupt nicht. Sie haben ihren Rhythmus, den sie durchziehen, und das ist bewundernswert. Sie sind eine sehr funktionierende Mannschaft mit sehr viel Harmonie. Trotzdem muss man sich auf norwegischer Seite überlegen, dass das auch nicht das Ziel sein kann, dass man ein solches Spiel letzten Endes noch verliert. Das ist sowieso eine Farce. Aber dass man es auch nicht gewinnt, das darf natürlich auch nicht sein. Und ich höre, Jürgen Bergener hat einen Gesprächsgast. Ja, und bei mir ist der Weltrekord. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weltrekord und zum Sieg heute natürlich. Am Ende gab es ja doch noch ein Präsent. Schon bedankt bei Mehmet. Ja, gleich der Erste. Ich war ja neben dran gestanden und aufgrund der zweiten Halbzeit gar nicht so unverdient. Erste Halbzeit haben wir nicht zu unserem Spiel gefunden. Die Norweger taktisch hervorragend gespielt. Wir einfach zu hektisch, zu unsicher am Ball. Und in der ersten Halbzeit hätte man natürlich in Rückstand geraten müssen. Das wissen wir selbst. Über die erste Halbzeit wird sicherlich noch öfters geredet werden. Woran lag es, dass überhaupt nichts funktioniert hat? Ich habe es gerade schon gesagt, Norweger ganz geschickt von der Raumaufteilung, und wir haben auch leichtsinnig Bälle verloren bzw. gar nicht unter Kontrolle gebracht, unbehindert die Bälle weggeschlagen bzw. weggeköpft, und dadurch sind die Norweger im Ballbesitz gekommen. Man hat gesehen, Norwegen hat nicht umsonst eine Mannschaft, die sich qualifiziert hat für die EM bzw. auch souverän qualifiziert hat, um mit dieser Mannschaft ist zu rechnen. Es ist viel diskutiert worden unter der Woche über Ihre Person. Noch ein Satz zu Ihrer Zukunft. Zum Ende in heute wurde spekuliert, vielleicht klappt es ja doch bis zum Saisonende bei den Bayern. Ja, ich werde jetzt mal die Gespräche mit dem FC Bayern abwarten. Ich war die ganze Zeit unterwegs, Norwegen, USA. Und ich bin ganz sicher, dass wir in den nächsten Tagen uns irgendwann zusammensetzen werden. Verein, wenn er will, wird er auf mich zukommen. Wenn nicht, dann ist für mich ganz klar, dass ich am 1. Januar in New York unter Vertrag stehe und einen längeren Urlaub über die Winterpause machen werde. Wie auch immer, Lothar, vielen Dank, viel Glück, danke. Bei mir, liebe Zuschauer, ist der Teamchef Erich Ribbeck. Jetzt kann ich zuerst mal sagen, Gratulation zum Sieg, und kann gleich prophezeien, wenn wir so viel Glück auch in den nächsten Spielen inklusive Europameisterschaft haben, dann können wir sogar Meister werden, oder? Naja, Glück gehört manchmal dazu. Wir haben in der ersten Halbzeit, denke ich, im Laufen unter Druck gestanden. Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Das wurde dann allerdings in der zweiten Halbzeit besser. Da haben wir, meine ich, auch gleiche Spielanteile gehabt. Auch die ein oder andere Tormöglichkeit vorher schon. Und insofern stimmt mich die zweite Halbzeit etwas zuversichtlich. Aber in der ersten Halbzeit haben wir zu keiner Zeit zu unserem Spiel gefunden. Günter Netzer hat bemängelt, dass keine Führungspersönlichkeit auf dem Spielfeld zu sein scheint, dass zu wenig kommuniziert wird auf dem Spielfeld. Das müsste doch eigentlich Lothar Matthäus machen. Ja gut, der Lothar spielt natürlich in einer Position, wo er nicht so überall zu hören ist.
Aber es ist in der Tat richtig, da muss ich dem Günter Netzer zustimmen. Es wird zu wenig gesprochen. Es war in der ersten Halbzeit mal, da haben sich zwei Mann gegenseitig behindert, waren frei am Ball. Und das sind so Zeichen, dass die Kommunikation nicht stimmt. Und wir sprechen auch immer im Training wieder an, dass noch mehr gesprochen werden muss. Aber ich denke, dass wenn wir jetzt immer den gleichen Spielerstamm haben, das hoffe ich jedenfalls, dass dann sich auch die Spieler rauskristallisieren, die spielbestimmend werden können. Und damit hoffe ich dann auch mehr sprechen. Nun haben Sie es ja heute zu Beginn ganz offensiv versucht. Das ist nicht ganz so aufgegangen. War das ein Test, ein einmaliger, oder kann das jeweils nach Gegner mal wieder stattfinden? Ja, ich muss jetzt schon analysieren, lag es daran, dass einige Spieler nicht so in ihrer besten Verfassung waren, lag es daran, dass der Gegner uns so unter Druck gesetzt hat, dass wir gar nicht zum Spiel finden konnten. Also unsere beiden Spitzen, Ulf Kirsten und Oliver Bierhoff, haben es sicherlich extrem schwer gehabt. Im Mittelfeld waren wir in der Unterzahl, und das wurde erst dann in der zweiten Halbzeit wesentlich besser, als Darius Wosch reinkam und auch Didi Hamann. Das hat für Belebung gesorgt, und mir hat vor allen Dingen Frank Baumann sehr gut gefallen, der auf der an sich für ihn auch etwas ungewohnten Position doch sehr viel Ruhe und auch Sicherheit ins Spiel gebracht hat als junger Spieler. Vielleicht gibt das Ergebnis auch Sicherheit für die Zukunft. Das war unsere kurze Analyse. Ich bedanke mich für den Besuch bei uns. Es geht weiter im Studio mit Gerd Delling und Günter Netzer. Oh, das war's schon. Wir sind schon am Ende. Das war's, liebe Zuschauer, vom Länderspiel hier im Ülewallstadion zu Oslo. Das erste hat einen Sieg über...